Liebe Brüder und Schwestern, es ist ja schon fast wie ein Märchen, was wir da in der ersten Lesung hören. Gott fragt Salomo im Traum, ja, sprich eine Bitte aus, die ich dir erfüllen soll. Und wir wissen, was der weise König Salomo von Gott erbeten hat. Nicht Reichtum, nicht langes Leben, nicht den Tod seiner Feinde, sondern ein hörendes Herz. Ja, die Weisheit hat er letztlich erbeten von Gott und hat sie auch erhalten. Der weise König Salomo, ja, Salomo ist berühmt für seine Weisheit, für seine weisen Entscheidungen. Ja, wenn wir an seiner Stelle wären, was hätten denn wir von Gott erbeten? Welchen Wunsch hätten denn wir ausgesprochen? Hätten wir vielleicht gesagt, ach Herr, bitte, lass mich doch einmal einen Lotto-Sechser gewinnen, am besten einen Jackpot, damit ich mir keine Sorgen mehr machen muss um meine Finanzen, damit es mir gut geht, ich ein angenehmes und bequemes Leben führen kann, ich mir meine Träume endlich erfüllen kann, damit ich endlich diese Weltreise machen kann oder sonst etwas anderes, in der Sonne liegen und das Leben genießen. Oder schenk mir ja ein langes Leben in Gesundheit, lass mich fit sein, vielleicht sogar bis 100, fit wie ein Turnschuh, sagt man ja, und lass mich froh und glücklich sein in diesem Leben und dann bin ich zufrieden. Aber wir wissen, so funktioniert das nicht. Selbst wenn man Millionen auf dem Konto hat, muss man nicht unbedingt glücklich sein. Ja, oft ist es sogar das Gegenteil. Der Reichtum, er beschwert das Herz, beschwert die Gedanken. Ja, wer nur an sich selber denkt, der ist letztlich ein armer Mensch. Dem nützen die ganzen Reichtümer nichts. Der macht sich unglücklich, weil ihm das Wichtigste fehlt, dieser kostbare, dieser Schatz im Acker, von dem Jesus heute im Evangelium spricht. Dieses Reich Gottes, diese Gemeinschaft mit dem einen, dreifaltigen Gott, die der Vater uns anbietet in seinem Sohn Jesus. Ja, letztlich ist Jesus selber dieser Schatz, diese kostbare Perle, sein Evangelium, sein Wort, das Heil, das er uns schenkt durch seine Menschwerdung, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz für uns, durch sein Sühneopfer, durch seinen Tod und seine Auferstehung. Nur er kann uns Vergebung aller Sünden, aller Schuld schenken. Es führt in die Irre, es führt in eine Sackgasse, wenn wir so tun, als hätten wir keine Sünden, als wären wir gute, ja vollkommene Menschen, als wären wir perfekt, als würden wir keine Fehler machen, als wären wir nicht schuldig vor Gott und unseren Mitmenschen. Ja, es ist eine Selbsttäuschung, die unser Leben verdunkelt, die uns den wahren Reichtum nimmt. Nur wer demütig seine Schuld eingesteht, demütig zu Gott kommt und um Vergebung seiner Sünden bittet, erhält den wahren Frieden, findet das wahre Glück, empfängt diese kostbare Perle, empfängt wieder neu diese Kraft des Heiligen Geistes. Er ist es, der uns lebendig macht, der unser Leben erfüllt, der uns reich macht, der uns befähigt, nicht nur uns selber zu leben, sondern auch unsere Mitmenschen in Liebe anzunehmen, einander in Liebe zu dienen. Ja, wenn dieser Geist Gottes uns erfüllt, dann ist das Reich Gottes in uns, ist dieses göttliche Leben in uns, die Seligkeit, ja, dann herrscht Gott in uns. Er regiert mit seiner Liebe, seiner Freude, seinem Frieden. Ja, dann herrscht Jubel in uns, auch in der Armut. So wie beim heiligen Franz von Assisi, der diese Armut um Jesu Willen so sehr geliebt und geschätzt hat. Auch wir Franziskaner bemühen uns darum, obwohl wir natürlich weit
hintenher hinken, obwohl weit zurückbleiben hinter diesem hohen Ideal. Ja, nur Jesus kann unser Leben reich machen, uns glücklich und zufrieden machen. Ja, dann erfüllt uns sein Jubel, dann beginnt dieses Fest der Seligkeit schon hier und jetzt. Ich denke, auch jetzt lädt uns der Herr wieder neu ein, diese kostbare Perle zu entdecken, die ja schon in uns ist, die der Herr in uns hineingelegt hat, in der Taufe. Sie ist sozusagen in der Tiefe des Meeres unserer Seele, manchmal ganz auf dem Grund. Dort müssen wir wieder neu hineintauchen, sie wieder neu herausholen, ans Licht heben. Diese Perle der Herrlichkeit Gottes, des neuen göttlichen Lebens, der Taufgnade. Dann erfüllt uns neu dieses Licht Gottes. Dann können wir staunen über dieses Licht dieser Perle Gottes, über diese Schönheit, über dieses herrliche Farbenspiel. Dann können auch wir durch die Gnade Gottes Licht sein für unsere Mitmenschen. Licht der Liebe, Licht des Glaubens und der Hoffnung. Ja, dann sind wir fähig, die Gebote Gottes zu halten. Dann lassen wir uns nicht in die Irre führen von Menschen, die diese Gebote Gottes verleugnen, ja, die der Naturordnung, die göttlichen Gesetze verleugnen. Diese Wirklichkeit, dass Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat, dann glauben wir diesen Gender-Unsinn nicht, diese Gender-Ideologie, die den Menschen verwirrt. Dann halten wir fest an der Ehe zwischen Mann und Frau. Dann wissen wir, dass Gott diese Ehe gestiftet hat, dass sie sein Werk ist. Ja, dass nur eine Partnerschaft, eine Ehe zwischen Mann und Frau wirklich eine Ehe ist. Ja, dann können wir den Weg des Heiles gehen. Dann sind wir kostbare Gaben in den Augen Gottes. Dann sind wir Fische, die der Herr hineinlegt in die Ewigkeit, die er zu sich hinzieht, wie es heute auch im Evangelium geheißen hat. Dann werden wir nicht ausgesondert wie Unbrauchbare, die hineinkommen ins ewige Feuer der Hölle, wo Heulen und Zähneknirschen herrscht. Dann finden wir die Erfüllung unseres Lebens, das wahre Glück. Dann erreichen wir unser Ziel, zu dem wir geschaffen und bestimmt sind. Die Gemeinschaft mit dem einen, dreifaltigen Gott. Amen.